Bitte ruf auf jeden Fall meine Mama an. Das rote Buch, das liegt bei der Mikrowelle. Da stehen alle Nummern drin. Ja, und ja, Emma muss unbedingt was essen. Sie hat heute noch nichts gegessen. Und ja, Linus und Hannah auch noch nicht. Mensch, Sophia, nun beruhig dich. Das werden wir gleich alles regeln. Fahr du jetzt bitte ins Krankenhaus. Ja, und dann werden wir schon sehen. Ich lasse die Kinder nicht alleine. Und verhungern werden sie auch nicht. Mach dir bitte keine Sorgen. Ach, Mann, ey, sowas Blödes. Ach ja, Martina, und ruf bitte unbedingt Lukas an. Ja, bitte, du musst ihn auf jeden Fall anrufen. Ich will nicht so lange allein im Krankenhaus sein. Ich hasse Ärzte. Und Krankenhäuser sowieso. Es tut mir so leid. Ich beeile mich. Ich komme schnell wieder nach Hause, versprochen. Frau Fröhlich, nun hören Sie mal bitte auf, sich aufzuregen. Ja, es ist alles gut. Und wie Sie schon gerade gehört haben, Ihre Freundin kümmert sich um die Kinder. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Oh Mann, ey, wie geht das denn hier mit der Waschmaschine? Oh, das kann doch nicht so schwer sein hier. Warum startet die denn nicht? Das gibt's doch gar nicht. Oh, wo muss man denn da drücken? Hier vorne oder... Ach, das weiß ich irgendwie auch nicht. Oh Mann, ey, da tut sich ja gar nichts. Linus! Linus, komm mal eben bitte her hier, du musst mir mal helfen. Du, sag mal, hast du schon mal gesehen, welchen Knopf Mama immer drückt, wenn sie die Waschmaschine anmacht? Ich brauche nämlich ganz dringend neues Hemd hier für morgen. Ich habe morgen einen wichtigen Termin. Also, wenn du mich fragst... ja, also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, sie dreht hier was. Und dann drückt sie einen Knopf, aber ich bin mir da wirklich nicht ganz sicher. Oh Mann, ey, das kann auch nicht so schwer sein. Was steht denn da? Pff, Baumwolle, 30 Grad... Feinwäsche. Oh Mann, ist das kompliziert. Oh nee, das weiß ich auch nicht, wo man das drückt. Ja, also trotzdem danke, Linus, dass du mir helfen wolltest. Aber ja, dann wasche ich es mal lieber nicht. Nachher mache ich es noch kaputt. Ah, mir fällt da gerade was ein. Du könntest ja Oma anrufen. Die weiß bestimmt, wie man die Waschmaschine bedient. Oh nee, du. Da muss ich mir wieder anhören, dass ich mit Technik nicht kann und dass ich kein guter Handwerker bin und dass ich ja nicht meine Spülmaschine bedienen kann. Ich meine Waschmaschine. Ja, die Spülmaschine kann ich auch nicht so gut bedienen. Aber da weiß ich jetzt, wo man drücken muss. Ja, aber... Nee, du, die Oma, die rufe ich mal lieber nicht an. Außerdem ist die eh nicht da, die hat was zu tun. Nun aber Beeilung, Hannah. Bevor ja die Kleine sich noch irgendwie wehtut. Das könnte ich mir niemals verzeihen. Ach, ich bin aber wirklich ein toller Babysitter, oder? Da kann man nichts gegen sagen. Ich habe das Zimmer aufgeräumt. Ja, Emma spielt jetzt schön. Also wirklich, vielleicht räume ich gleich sogar noch das Zimmer von Linus ein bisschen auf, damit er nicht ganz so sauer ist. Aber dafür müsste ich Emma wieder mitnehmen und dann nachher macht sie wieder Blödsinn mit den Gummifiguren. Ach, ich weiß auch nicht. Ich gucke jetzt erstmal, was sie macht. So, Emma, da bin ich wieder. Emma, was hast du denn jetzt hier wieder gemacht? Ach Mann, ich habe das so schön aufgeräumt. Ach Mann, Emma, ich habe so schön aufgeräumt. Du hast ja alles wieder rausgeholt und auf den Boden verteilt. Ach Mann, dann muss ich jetzt ja nochmal anfangen. Das macht aber nicht so viel Spaß. Und sag mal, warum stinkt das hier eigentlich so? Das ist ja widerlich. Hast du da irgendwo was reingeschmissen? Puh, ist das ekelhaft. Oh, das stinkt richtig übel. Was ist das denn? Wo kommt das denn her auf einmal? Das hat doch eben gerade nicht so gerochen, oder? Du, Papi, was gibt's denn heute Abend zu essen? Oh ja, Linus, was ganz Tolles hier. Gebratene Nudeln mache ich heute. Das wird ein richtiges Festessen. Also wirklich komisch. Mama macht ihre Nudeln immer in einem großen Topf. Ja, so macht das deine Mama. Ich mach das aber anders. Bei mir werden die Nudeln schön gebraten. Das schmeckt richtig lecker, glaub mir. Ja, gibt's dazu denn keine Soße? Müssen wir das so trocken heute Abend essen? Oder wie sollen wir das essen? Ich meine, ohne Soße macht das doch gar keinen Spaß. Ach, papalapap, was für eine Soße. Ketchup, mein Junge, Ketchup kommt da drauf. Ganz viel Ketchup. Da schmeckt das echt super. Also, Emma, wenn du mich fragst, ich glaube, das wird nichts. Gestern wieder das Essen, das war ja furchtbar. Oh, ich bin so froh, wenn Mama wieder da ist. Ja, hier spricht Lukas Fröhlich. Was kann ich für Sie tun? Fröhlich. Oh Gott, ich bin total überarbeitet. Ja, hallo Lukas, ich bin's. Oh, hallo Hannah, na, wie geht's dir? Nee, ich bin nicht Hannah, ich bin Greta. Oh ja, hallo Greta, na, wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Ja,
kann ich mal ganz kurz mit Linus vielleicht sprechen? Ist das für mich? Ja, das ist Greta. Geh mal eben bitte ran. Ach du meine Güte. Jetzt kleben hier unten die Nudeln dran. Ich habe doch nur eine Sekunde telefoniert. Und warum kratzt du dich eigentlich die ganze Zeit? Juckt es so doll? Also schau mal, Sophia, wir könnten das hier nehmen oder das andere. Was meinst du? Von der Kalkulation würde beides gehen. Also, Sophia, du musst aufhören, dich zu kratzen. Du bekommst sonst echt schlimme Narben. Du blutest ja auch schon im Gesicht. Ach, Mia, es juckt aber so doll. Na gut, ich höre jetzt auf, aber ich halte es kaum aus. Es juckt einfach so doll. Und ich habe meine Tablette heute schon genommen. Du, Mami, ich will nicht stören, aber ich habe wirklich langsam Hunger. Können wir nicht irgendwas Kleines essen? Ach ja, Linus, das habe ich total vergessen. Ja, natürlich. Was möchtest du denn haben? Soll ich dir ein Brot schmieren? Also, Sophia, wenn du schon dabei bist, ich hätte gern auch ein Brot. Ich komme mit und helfe dir. Guck mal, was Mama jetzt macht. Sie bleibt extra lange am Kühlschrank, damit sie sich kratzen kann. Sophia, wir sehen, was du da machst. Hör auf, dich zu kratzen. Ach, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich hoffe, ihr wisst das. Aber Hannah, das wissen wir natürlich. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Meine Güte, du bist jetzt schon 5. Ach, ich wünschte, ich wäre auch schon 5. Ach, Hannah, ich hab dich so doll lieb. Ich wünsche dir einen ganz tollen Geburtstag. Und das Geschenk, ja, das gebe ich dir dann erst morgen bei deiner Party, nur dass du Bescheid weißt. Ach, Linus, du bist so lieb. Ach, da bist du ja, Hannah. Guten Morgen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Ja, mein Geschenk bekommst du auch erst morgen. Oh, Greta, du bist so lieb. Danke. Kinder, kommt ihr bitte einmal alle her? Wir müssen einmal ins Haus. Aber warum denn? Silke hat uns doch gerade erst rausgeschickt. Na, die Hannah hat heute Geburtstag. Wir wollen noch ein bisschen schmücken und so. Kommt mal rein und helft. Also, Linus, komm, wir rutschen wieder zusammen. Das hat so viel Spaß gemacht. Ja, jetzt aber schnell, Hannah. Das Männchen sagt, dass es grün ist und dann darf man rutschen. Juhu, sind wir schnell. Das macht so viel Spaß. Also, Linus, das war wirklich witzig. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Sag mal, Hannah, ist das da oben deine Oma? So, Kinder, dann macht mal da die Bahn frei. Jetzt komm ich. Meine Oma würde niemals rutschen. Ach, glaub mir, Nils, meine Oma macht noch ganz andere Sachen. Die ist einfach total cool. Wupp, wupp, ich komme. Mann, das hat aber Spaß gemacht. Schaut mal, Kinder, der Sprudelwall ist gerade angegangen. Geht da mal schnell hin, der ist nicht immer an. So, dann wollen wir mal schauen, wer hier mehr Wasser spritzt. Der Wal oder ich? Hast du gesehen, Greta, wie viel Glibbi ich da reingemacht habe? So toll. Ich wusste gar nicht, dass der Aquapark das hier manchmal macht. Du, sag mal, Martina, wusstest du, dass es sowas gibt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, natürlich wusste ich, dass es sowas gibt. Aber ich wusste nicht, dass sie das heute im Aquapark machen. Echt toll. Na, das probiere ich gleich mal aus. Schau doch mal, ich habe voll die coole Schleimfrisur. Das ist ja mega. Sagen Sie mal, Frau Bademeisterin, ist das nur für Kinder oder darf ich das auch mal ausprobieren? Nein, natürlich nicht. Gehen Sie das ruhig mal ausprobieren, das ist wirklich witzig. Oh, Brigitte, kommst du auch rein? Ja klar, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich schaue so gerne in euer Wäschedings, wenn die Wäsche da drinnen wäscht. Das entspannt mich total. Also sieh mal zu, dass sie öfters Wäsche gewaschen wird. Am besten machst du ganz oft deine Sachen dreckig. Ach, und ich liebe diesen Teppich hier vorne. Der ist immer so flauschig. Nur jagt deine Mama mich hier immer weg. Vielleicht kannst du mir ja auch mal so einkaufen. Ja, das werde ich alles machen. Du bist aber ganz schön viel am Meckern. Haben Sie denn schon eine Idee für die Party? Ja, auf jeden Fall. Ich würde super gerne im Schloss feiern. Das wäre so toll und voll romantisch. Und am liebsten eins, wo man auch noch übernachten kann. Also ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, ob du meine Schwester bist. Du hast echt gar keinen Geschmack. Eine Party im Schloss? Sag mal, wie alt sind wir? 570 Jahre alt? Das hat doch damit nichts zu tun. Es ist doch voll schön in so einem Schloss. Und außerdem könnte man da vielleicht sogar übernachten. Das ist nicht romantisch. Das ist altbacken. Ich will eine moderne Hochzeit. Moin. Was darf es denn bitte für Sie sein? Ja, guten Tag. Ich hätte gerne einen Chicken Burger, einen normalen Hamburger, dann einen Bagel Burger. Linus, was wolltest du jetzt? Einen Cheeseburger? Wollen Sie das Ganze als Menü haben? Ja, machen Sie ruhig mal. Da ist dann ein Getränk mit bei, oder? Ja, genau. Ein Getränk und eine Pommes.
Aber wissen Sie was, das wird sonst irgendwie zu viel. Borgen Sie das lieber nicht als Menü. Machen Sie lieber dann 2 Pommes extra und ja, einfach ganz normal 3 Getränke. Ja, aber dann kann ich ja 2 Menüs machen. Was möchten Sie denn trinken? Sie können sich aussuchen zwischen Cola, Tee, Milchshake und Saft. Wir nehmen auf jeden Fall einen Saft, einen Kaffee und für meinen Sohn einen Milchshake bitte. Aber einen kleinen. Ich würde Ihrem Sohn noch einen speziellen Kinderburger anbieten. Ja, der sieht einfach ein bisschen anders aus, schmeckt aber genauso gut. Kinder, merkt ihr was? Meine Füße werden ganz heiß. Achtung, der Boden ist Lava, aber bitte passt auf die kleinen Kinder auf. Und jetzt los! Ach du meine Güte, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Marie ist echt heftig. Also diesmal will ich nicht verlieren. Los, Linus, weg da. Und stopp. Na, gerade noch rechtzeitig geschafft. Ach, das ist aber ganz schön unbequem in so einem, ja, Kinderstuhl. Mein Popo passt da gar nicht rein. Was soll ich denn sagen? Das ist ganz schön wackelig hier. Aber ich hab's auch geschafft. Und Greta, du hast es auch geschafft.